Hallo Multiker-Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem heutigen neuen Video. In dem soll darum gehen, dass der erste Mangel bei meiner Ansauganlage aufgetreten ist. Und zwar zeige ich euch gleich, ich fahre gleich erstmal in eine warme Werkstatt und dann zeige ich euch, was da jetzt kaputt gegangen ist. Was ich aber noch sagen wollte, ich finde das so krass, also ich habe fast die 1000 Abonnenten erreicht, hätte ich niemals gedacht, dass ich so viele von euch so begeistern kann und auch, dass ihr aktiv meine Videos guckt. Wer das noch nicht gemacht hat, das Abo dagelassen hat, aber trotzdem meine Videos guckt, freut mich natürlich auch, wenn ihr den letzten Klick macht und dann natürlich auch die Glocke aktiviert, aber so viel nebenbei. Wie gesagt, jetzt fahren wir den Dicken erstmal in eine Werkstatt drin, da ist schön warm und dann zeige ich euch, was kaputt ist. Wieder eine warme Halle, da kann man auch mal die Mütze abnehmen, auch mit Kurzhaarfrisur. Und zwar ist mir beim Fahren, also ich bin jetzt schon ein paar Kilometer gefahren, habe ich euch leider nicht gefilmt, hat halt irgendwie nicht gepasst, ist auch egal. Ich bin ein paar Kilometer gefahren, auf einmal habe ich es klimpern hören, Gott sei Dank, beim gerade auf dem Hof rufrollen, weil mir ist mein wunderschönes Abdeckblech einfach abgebrochen. Das hatten wir ja schon. Oder habt ihr ja schon im letzten Video gesehen, dass, also eins der letzten Videos, ist ja auch egal, dass das so vibriert hat, wenn er im Standgas läuft, hat wohl die Schweißung, die ich da mit dem Winkel, oder mit diesem Steg angeschweißt habe, nicht erreicht. So, jetzt, was mache ich? Ich habe jetzt überlegt, ich werde das einfach nochmal anschweißen, aber halt von beiden Seiten, nicht nur von einer Seite, sondern von beiden Seiten, also so viel wie möglich Flächen verschweißen. Wenn das denn immer noch nicht funktioniert, wäre meine Überlegung, halt das Abdeckblech, das Werkseite am Fahrerhaushalt zu verlängern, dass es bis über den Luftfilter geht. Das würde ich jetzt gerne aber erstmal noch nicht machen, weil das würde bedeuten, ich muss im Fahrerhaus irgendwie Löcher bohren, um Stabilität auch in diese Blech und Befestigung am Fahrerhaus rinzukriegen. Also versuche ich es jetzt erstmal nochmal eben mal ein bisschen stärker, ein bisschen gründlicher anzuschweißen, in der Hoffnung, dass es hält. Wenn nicht, naja, ist halt ein ständiger Lernprozess, ne? Ja, also was heißt das jetzt? Luftfilter abschrauben, Entlüftung abschrauben, Blech wieder anschweißen. Das mache ich mit meinem kleinen Wickgerät und hoffen, dass es hält. So, maximal verschweißt. Also wenn es jetzt nicht mehr hält, muss ich mir wirklich eine Lösung für hier oben ausdenken. Aber Versuch macht klug. Jetzt schraube ich das Abschirmblech hier wieder ran, den Luftfilter wieder ran, den Schlauch wieder rauf. Und dann dreht man eine Runde. Mal gucken. So, alles wieder verbaut, alles wieder drinne. Luftfilter wieder dran, Blech dran. Fest, aber gut, das wird die Zeit zeigen, ob die Vibration nicht wieder löst. Ich muss ehrlich gestehen, ohne dass es jetzt irgendwie Eigenlob oder so sein soll, ich gucke hier einfach gerne rauf. Ich finde das total schick. Ja, bis jetzt sind sonst keine weiteren Mängel aufgetreten. Wie gesagt, ich hoffe, dass das Abdeckblech jetzt hält. Und sonst, klar, so abschließend nochmal zu dem Umbau hier, diese Ansaugung und der Abgasanlage.
Hätte man sich das bauen lassen, wäre das scheiße viel Geld gewesen. Entschuldigt. So Materialkosten war schon nicht ohne. Aber ich bereue nicht. Ich habe dadurch sehr viele Erfahrungen sammeln können, sehr viel Schweißskills oder meine Schweißskills verbessern können. Das war ja der Grund, warum ich sie gemacht habe, weil ich Bock drauf hatte. Und ich finde, der läuft besser. Er zieht besser durch, auch wenn ich hatte bei der letzten Fahrt Multicar mit Holz voll und Hänger mit Holz voll und musste einen Berg hochfahren. Das fühlte sich deutlich entspannter an als zuvor. Ja, gut. Jetzt drehe ich gleich noch eine kleine Runde. So, jetzt mal Probefahrt. Ich muss mal gleich zum Baumarkt. Lässt sich gerade verbinden, muss ein bisschen Fußbodenbelag holen, deswegen fahre ich einfach mit dem Multicar, wollte ich den Hänger anhängen oder was weiß ich. Eine Runde drehen wollte ich ja sowieso. Ja, also im Stand. Ein bisschen vibrieren tut die ganze Sache noch, aber es hält auf jeden Fall. Soweit alles dicht. Also ich wollte euch jetzt, ich werde jetzt gleich nochmal ein Video ranhängen, so geschwindigkeitstechnisch, also wie er läuft. Aber du kannst in dem Multicar ohne passendes Equipment, also mit Mikrofon oder sowas, kann ich damit euch nicht quatschen. Also das ist etwas zu laut. Deswegen kurzes Video zum Abschluss. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, jeden Daumen nach oben freut mich. Jedes Abo, was ihr da lasst, super. Na, fast 1000 erreicht. Also ein paar können noch. Ja, ansonsten einfach dann bis zum nächsten Mal. Mal sehen, was mir noch so einfällt mit Multicar. Jetzt ist ja gerade so die Zeit. Er ist durchrepariert, soweit. Alles gut. Der Frühling kommt dann bald und dann wird er wieder arbeiten dürfen. Also, dann bis demnächst. Tschüss.